Initiative My Brain, My Choice. Und wir arbeiten daran, die gesamtgesellschaftliche Reichweite von Drogengebrauch und Drogenpolitik verständlicher und relevanter zu machen. Wie wir ja in den vorigen Reden gehört haben, es ist eigentlich alles klar, was getan werden muss, um Drogentod und Leid zu vermeiden. Aber warum passiert politisch nichts? Warum geht es nicht in Gesetze oder in flächendeckende Harm Reduction? Warum wird es nicht umgesetzt? Es fällt so oft wieder hinten runter, dieses Thema, wenn es dann darum geht, Politik zu machen. Und wir wollen dieses Thema mehr in die öffentliche Debatte pushen, damit auch mehr Leute sich sorgen und kümmern, dass Drogenpolitik auch wirklich konsequent besprochen und behandelt werden muss. Diese Rede jetzt hier, die bezieht sich auf das diesjährige Thema des Gedenktags, Menschenrechte, Wohnraum, Versorgungssicherheit, und soll Zusammenhänge zwischen Drogengebrauch, Stigmatisierung von Armut und Stadtentwicklung verdeutlichen. In Gesprächen über Leid und Tod in Verbindung mit Drogengebrauch hört man immer wieder: Selbstschuld, wer dieses Risiko eingeht, Drogen zu nehmen, muss mit Problemen rechnen, weil doch bekannt ist, dass Drogen gefährlich sind. Man ist Selbstschuld, man muss alleine damit klarkommen und soll bloß nicht die Krankenkassen belasten. Diese individualistische Einstellung lenkt jedoch davon ab, dass die drogenpolitische Gestaltung Auswirkungen auf den Drogenkonsum hat und momentan absolut fahrlässig handelt, indem verpasst wird, die Empfehlungen von ExpertInnen der Drogenpolitik, Forschung, Suchthilfe und Prävention auf Basis von Gesundheitsschutz und Menschenrechten auch umzusetzen. Drogen werden sowieso konsumiert, schon immer in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Harm Reduction, wie wir alle wissen: Drogenkonsumräume, Substitution, Drug-Checking, Spritzenprogramme, Naloxonprogramme und die Vergabe, die allesamt wirksam Leid und Tod in Verbindung mit Drogengebrauch vermindern. Diese werden aber in Deutschland nicht flächendeckend eingesetzt, und da, wo sie existieren, wurden und werden sie immer wieder gegen harten Widerstand von PolitikerInnen, JournalistInnen und AnwohnerInnen, müssen sie immer wieder erkämpft werden. Drogengebrauch ist aber nicht gleich Drogengebrauch, solange er unauffällig ist und sich in Erwartung an die Leistungsfähigkeit, an Geschwindigkeiten und Nützlichkeit eingliedert, wird nicht stigmatisiert und ausgegrenzt. Im Gegensatz dazu sind einige Menschen von mangelhafter Drogenpolitik, dem schlechten Bild von Drogengebrauch und Ausgrenzung besonders betroffen. Und zwar, wenn das Stigma mindestens doppelt wirkt. Einerseits die Herabwertung und Ausgrenzung von Menschen, die arm sind, und das negative Bild über Drogengebrauch. Die Betroffenen werden in ein gesellschaftliches Abhängigkeitsverhältnis hineindefiniert. Sie seien abhängig von dem Wohlwollen der gesitteten, fleißigen Gesellschaft, die für sie die Harm Reduction finanzieren, und somit zweitklassig und untergeordnet. Und währenddessen, in diesen Jahren, steigen nicht nur die Mieten, sondern auch die Umfelder. Wohnungen sollen aufgewertet werden, um die Mietobjekte noch wertvoller zu machen. Sichtbare Armut und Drogengebrauch wirken in dieser Logik aber als wertmindernd. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zum Bedarf an unkommerziellen Freiräumen, die keiner Profitlogik folgen, und als solche die entsprechenden Mieten nicht aufbringen können und folglich verdrängt werden. Und das Zusammenspiel dieser Aspekte zeigt sich an vielen Orten deutlich, aber eines gerade ist wieder aufgetaucht, nämlich im Frankfurter Bahnhofsviertel. In den 90ern wurde mit dem Frankfurter Weg wichtige Fortschritte zur Nothilfe von insbesondere armen DrogengebraucherInnen erreicht. Dieser drogenpolitische Fortschritt ist aber gerade wieder einmal unter konservativ-neoliberalen politischen und medialen Beschuss, weil man sich Sorgen macht, dass Investoren abgeschreckt würden. Zitat, es wurde wirklich so gesagt: Denn die störenden Leute auf den Straßen sollen woanders arm sein als in der von ihnen beanspruchten Innenstadt. Und dieses Motiv der kommerziellen Stadtentwicklung ist offensichtlich und wird auch gar nicht versucht zu verstecken. Anstatt dass die Leute vielleicht den Anspruch hätten, Recht auf Innenstadt für alle zu verwirklichen und Armut und verfehlte Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte, aber auch insbesondere des letzten Jahrzehnts seit der Finanzkrise, zu überwinden. Maßnahmen, die Leid und Tod in Verbindung mit Drogengebrauch verhindern müssen, schon wieder verteidigt werden in Frankfurt, anstatt dass sie in dieser Zeit, statt darüber zu debattieren, einfach mal weiterentwickelt, weiterfinanziert und ausgebaut werden.
Trotz besseren Wissens zur Leitvermeidung und Senkung von Todeszahlen sind wir seit Jahrzehnten mit repressiver Drogenpolitik konfrontiert. Eine grundlegende Neugestaltung der Drogenpolitik ist endlich nötig. Das Spektrum von Drogengebrauch an sich und in seinen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Kontext begreift. Es braucht eine Drogenpolitik, die im Sinne von Drogengebrauchenden und Suchtkranken gestaltet wird. Im Juni haben wir von der Initiative zusammen mit zahlreichen MitstreiterInnen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft eine Petition ins Leben gerufen, um nochmal mehr Druck zu machen und Öffentlichkeit zu schaffen für den Bedarf einer grundlegenden neuen Drogenpolitik. In dieser fordern wir von der Drogenbeauftragten Daniela Ludwig und dem Gesundheitsminister Jens Spahn eine Kommission aus ExpertInnen der Drogenpolitik, Forschung, Suchthilfe und Pädagogik sowie Personen mit Konsum- und Suchterfahrung, dass diese Kommission einberufen wird und dann ein Konzept für eine neue deutsche Drogenpolitik erstellt, das im Anschluss auch umgesetzt wird. Für eine Drogenpolitik, die endlich das weltweite Scheitern der Kriminalisierung anerkennt, die auf Wissenschaft statt Parteiideologie basiert und die vor der sozialen Realität nicht mehr die Augen verschließt. Niemand muss in Leid und Elend leben und sterben. Und weil wir in einer Gesellschaft leben, die sich durch Schuldzuweisungen aus der Verantwortung zieht, sich mit Drogenpolitik und Armut zu beschäftigen, betone ich, niemand muss in Leid und Elend leben und sterben, auch nicht Menschen, die drogenabhängig sind.